Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir suchen hier immer noch den Eingang zum zweiten Gewölbe, also zweiten Stockwerk. So, die beiden haben wir erledigt. Aber ich habe gedacht gehabt, es wäre hier deutlich schlimmer gegen diese Kreaturen zu kämpfen. Gehen wir mal hier. Hier müssen wir richtig sein. Hier müssen wir definitiv richtig sein. Jo, ich sehe schon. Es kann nur hier sein. Ja, komm, jetzt gehen die kaputt. Da ist nichts. Hier geht's auch noch weiter. Ah, okay, entweder Norden oder Westen. Aber ich denke, hier sind wir richtig. So, dann machen wir noch mal Shielding und hier Healing. Oh, noch eine Truhe. So, komm. Nehmen wir erstmal alles mit. Boah, erschreck mich nicht. Komm. 68 Gold, immerhin. Schauen wir mal, was es hier sonst noch gibt. Okay, hier ist auch wieder Lava. Vielleicht ist wirklich hier der Ort, wo wir hin müssen. Nee, aber hier haben wir zumindest eine Truhe. Mit 24 Goldstücken. Dann gehen wir hier nochmal zurück. Schauen uns hier im Norden nochmal um. Ja, genau. So, Shielding. Shock Resistance. Und nochmal Healing. Hallo, nochmal Healing. Und nochmal Shielding und Healing. So, OBS ist immer noch nicht abgestürzt. Schon mal einmal weniger als bei der letzten Aufnahme. Also bei der letzten Aufnahmesession. Aber hier, ich hätte schwören können, hier könnte das gewesen sein. Hier ist nichts, hier ist nichts. Aber das sieht so verdächtig aus, das müsste man hier hin. Egal, wir haben hier noch den ganzen Süden zu erkunden. Ich speichere vielleicht mal auf der 3. Damit ich zumindest auf diesen Punkt immer zurückkommen kann, sollte OBS doch nochmal abstürzen. Ja, natürlich. So, ich hoffe, du wachst nicht noch mal auf. Und so. Wo ist der? Da. Okay, ein Schlag. Aber der hat mich jetzt übelst mitgenommen. Nee. Schauen wir mal. Hier geht es jetzt nur nach Westen. Ach, die Homunkuli wieder.
So. Ja, du bleib mal liegen. Stab hat er nur. Der hat nur einen Stab. Ah, es geht also nur da lang weiter. Was ich am Überlegen bin. Wir haben hier so viel noch nicht entdeckt. Wir sind von hier rüber gegangen. Hier so durch. Das wird ein sehr komplizierter Fluchtweg. Sollten wir nicht rauskommen. Das sieht aber mir sehr verdächtig aus. Hier. Dass da noch ein Eingang ist. Oder so ein Weg. Aber das hier auf. Komm, wir sind erstmal näher hier ran. Versuchen wir mal dahin zu kommen. Und schauen mal an, was da gibt's. Okay, OBS läuft noch. Dann werdet ihr erstmal wirklich, egal bei welcher Aufnahme, ob Elder Scrolls oder hier Bioshock oder hier Raft oder auch bei Sons of the Forest auf Twitch, werdet ihr öfters mal von mir hören, so dass ich immer wieder auf OBS gucke und schaue, läuft die Aufnahme überhaupt noch? Hier kommen wir auch nicht weiter. Was machen wir da jetzt? Müssen wir erstmal wieder zurück. Obwohl, da ist auch noch ein Weg. Denn solange ich hier immer noch die Gefahr habe, dass OBS einfach mal einfriert, hängen bleibt, was auch immer, bin ich dann in der Zeit, solange das so ist, öfters mal am Schauen so und mich selber zu vergewissern, läuft die Aufnahme noch, läuft sie nicht mehr. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, dann können wir erstmal hier erkunden gehen. Wenn wir hier nicht weiterkommen. So, erstmal runterfallen. Ja, aber wirklich, falls von euch irgendwer sich mit OBS auskennt, davon haben wir auch wieder Lava. Wenn sich einer von euch mit OBS auskennt und so, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ich bin da übelst dankbar, wenn mir geholfen werden kann, dass bei mir die Aufnahmen vernünftig laufen. Ach, da war noch einer. Ich dachte, das war noch der gewesen. So, der hatte nichts. Aber wir brauchen wieder Shielding und Healing. Okay, bitte lass hier irgendwo den Eingang sein. Ah, okay, Inventar ist voll. Das heißt, wir können endlich unsere Lieblingsbeschäftigung wieder machen, seit Ewigkeiten. Das, was nicht magisch ist, wegschmeißen. Wie das hier. Oder das hier. Die beiden behalten wir. Weil, oder die drei. Den können wir aber wegschmeißen. Weil Silver und Ebony geben trotzdem noch ein bisschen Kohle. Buckler schmeißen wir auf jeden Fall weg, weil das bringt nichts. Den Saba können wir auch wegschmeißen. Vielleicht in einem der anderen Elder Scrolls Teilen kommen wir nochmal her und finden genau die Dinger, die wir hier liegen gelassen haben. So. Den können wir nicht mehr anziehen, weil der ist beschädigt. So. Ah, ich feiere das. 7 von 8 haben wir schon geschafft. Und Playtel. Ich feiere das auch, dass wir das Game hier auch schon
fast durchhaben. Aber hier geht es auch nicht weiter. So, jetzt noch einmal nach Norden, gucken, was da ist. So, ich habe nochmal eben einen Schluck Energy genommen. Die Cola ist ja schon leer. Hier den großen Gebiet jetzt zuerst erkunden, weiß ich nicht. Wir haben hier ja angefangen gehabt. Hier fehlt uns noch ein großes Stückchen. Den will ich auf jeden Fall noch erkunden. Vorher. Das kleine bisschen noch. Der hier kann erstmal, glaube ich, egal sein. Das bisschen nicht. Das auch. Dann würde ich sagen, da können wir vielleicht zum Ende hin. Und dann, wenn wir unten die gemacht haben, können wir das hier machen. So. Hier haben wir den Weg. Noch ein Homunculo. Ich mache es jetzt folgendermaßen. Nochmal Shielding und Shock Resist. Jo, die haben aber auch ordentlich ausgeteilt. Warum ist Healing immer so wenig? Ich verstehe das nicht, warum das immer so wenig ist. So. Ja, dann gehen wir erstmal zum Wasser zurück. Das machen wir ein andermal, also später. Und den hier noch. So, dann machen wir hier nochmal ein Safe Game auf die 3. Ich mache das jetzt mit den Safe Games auch öfters mal. Also gerade wegen hier meinem OBS. Achso, wir wollten erstmal über die Brücke. So, wo waren die? Hier. Und dann hier so runter. Da gehen wir später hin. Und dann zuerst hier diese Geheimtür. Ich gehe von aus, dass es eine Geheimtür ist. Genau jetzt fallen wir ins Wasser. Aber ja, ich hatte recht gehabt, es ist eine Geheimtür. Weil die öfters so sind. Dann schauen wir uns mal hier um. Okay, scheint nur hier lang zu gehen. So. Ah, okay. Hat mir nichts gebracht, hier zu sein. Aber da wir jetzt hier sind, können wir erstmal das Gebiet hier erkunden. Achso, hier ist die Tür. Und dann jetzt nach rechts, geradeaus. Okay, überraschenderweise werden wir hier noch nicht angegriffen. Vielleicht weil wir schon hier waren. Natürlich. Geht kaputt. Ui, 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 ui. Geht schon wieder los. Shielding. Shock Resist. Und Healing. 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 So. Dann machen wir den auch noch kaputt. Komm. Okay, haben wir geschafft.
Ach, da war noch eine Tür. Okay. Egal. Hier ist sonst auch nichts. Außer die beiden hier. Nochmal Shielding. Wie viele Heiltränke haben wir noch? Denn wenn wir Pech haben, müssten wir jetzt sogar schon die Flucht ergreifen. Okay, wir haben noch 75. Das heißt, wir kommen noch ein Weilchen klar. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Denk noch eben einen Schluck. Und dann geht's jetzt weiter. Boah, gleich drei Stück. Uiuiuiui. Shielding. Und Healing. Ah, ich glaube, das reicht erstmal. Okay. Hier ist nichts. Oder eine geheime Tür vielleicht? Ne, gar nichts. Hier sind auch keine dieser Höllenhunde. Wir gehen mal darum. Ah, nice. Noch ein Schätzele. Okay. Sieht interessant aus, wo wir jetzt gelandet sind. Ah, natürlich kommt da jetzt auch noch wieder einer. So, wo sind wir jetzt? Okay, gleich müssen wir irgendwie hier hinkommen. Vielleicht ist es hier. Sieht sehr verdächtig groß aus. Ja, weiter nach Westen können wir auch nicht. Von der Karte her zumindest. Nur hier die Tür. So, und dann war es das hier. Okay, dann gehen wir hierhin erstmal. Und sobald wir hier waren, hierhin. Und dann mal schauen, ob da vielleicht schon der Eingang in die nächste Ebene ist. Wo muss ich hin? Genau hier rein. Hier jetzt rechts. Und dann hier durch diese Tür. Okay. Hat sich auch sehr gelohnt, hier zu sein. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt hier runtergehen. Ja, wir kommen da jetzt noch nicht so schnell hin, dann machen wir das hier zuerst. Wo muss ich hin? Dafür? Genau, hier Süden. So. Noch scheint OBS zu laufen. Das macht mich froh. Aber darf ich wirklich nicht zu laut sagen und auch nicht zu oft. Das passiert sonst gleich wieder. Davor habe ich Angst. So, ich glaube, hier war das, wo wir hin müssten. Nein. Hier ist irgendwo eine geheime Tür.
Hier haben wir eine geheime Tür. Erstmal nochmal ein Safe Game auf die 3. Nein, 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 nein. Reaction. Ach, komm schon. Nochmal. Building. Reaction. Healing. Und Shock Resist. Und nochmal Free Action. Reaction. Kann doch nicht sein. Nochmal Healing. 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 Reaction. Healing. Digga. Was ist denn mit der? So, die haben wir. Ich kann gerade. Achso. Falsches. Egal, da fliegen wir halt noch ein bisschen. Potion und Plate Boots hat sie, aber okay. Oh. Komm, geh kaputt. So, jetzt brauchen wir nochmal Healing. Keine Ahnung, was das für ein Potion ist. Also, nochmal Healing. Und nochmal Healing. Komm, geh kaputt. So, dann haben wir die. Wird auch ein Potion, aber wir gehen nochmal auf Shielding. Und Healing. Ich habe aber so das Gefühl, dass wir hier richtig sind. Wenn hier auf einmal die Medusen auftauchen. Ich höre hier wieder so einen Homunculus. Da sind sie. Ich glaube, hier sind wir definitiv richtig. Sieht auch so verdächtig aus, irgendwie hier. Die Form. Ja, wir sind hier richtig. Dann Safe Game auf die 3. So. Und direkt die erste Frage. Natürlich. This door is sealed tight. A question is carved above it. What answer do you give? What is the thing which comes in sheets, yet cannot be folded or gathered again? Was? Okay, ich lasse mir das nochmal übersetzen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir das übersetzen lassen und muss auch ehrlich sagen, ich komme nicht auf die Antwort, weil das doch für mich ein bisschen schwierig ist, irgendwie zu übersetzen. Beantworten, weiß ich nicht. Aber die Frage lautet, was ist das Ding, die in Blättern kommt, noch nicht gefaltet werden oder wieder versammelt. Das ist die 1:1 Übersetzung vom Google Translator. Und ich weiß es nicht. Ich habe jetzt ungefähr eine Viertelstunde wirklich gerätselt. So für mich selber. Aber ich komme nicht drauf. Beziehungsweise von selber kam ich nicht drauf.
Und deswegen habe ich wieder nochmal diese Seite da aufgeschlagen. So über dem Handy. Und ich habe das viel zu kompliziert gedacht gehabt. Weil ich erstmal irgendwie versucht hatte, überlegt hatte, könnte es eine Blattlaus sein, könnte das Photosynthese sein, so. Nee, die Antwort ist viel, viel simpler. Regen. Oder Rain. Zumindest laut der Seite. Aber von selber, ich kam nicht auf Regen. Ich kam selber nicht auf Regen. Aber diese eine Seite, ich kann die euch gerne auch verlinken. Weil von selber, also ich bin echt, echt dankbar, dass ich diese Seite überhaupt gefunden habe. Dass es die gibt. Und so, ich habe jetzt nochmal die Map für den zweiten Geschoss aufgemacht. Und ich würde sagen, aber in der nächsten Folge werden wir das hier mal erkunden gehen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.